this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil round my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning in my head. And if by some coincidence I do just what they said. Eine Referentin kann heute nicht persönlich anwesend sein. Darüber wird Olga Drossow sich gleich informieren. Für mich als dem Leiter des Goethe-Instituts, für mich als einem studierten Germanisten, war Heinrich Böll immer eine wichtige Figur. Schon in der Schule, während der Vorbereitung auf das Abitur, haben wir seine kürzeren Texte gelesen. Bis heute sind mir übrigens diese Texte die liebsten. Heinrich Böll ist eine moralische Instanz geworden in diesen bewegten Jahren der 70er. Während des Studiums habe ich mich mit der Gruppe 47 beschäftigt und war beeindruckt von seinem Auftritt 1951, als er auf Anhieb den Preis der Gruppe 47 bekam. Er hat eine unverwechselbare Sprache. Es war nicht leicht, in dieser Zeit nach 45 eine neue deutsche Literatur zu begründen. Nach Jahren, in denen die deutsche Sprache tief verunstaltet worden ist, missbraucht worden ist, gelitten hat, es war nicht leicht, danach Worte zu finden, Literatur zu schreiben. Heinrich Böll ist einer der wichtigsten Vertreter dieser Generation, die das geschafft hat. Er war auch moralische Instanz in den politischen Zeiten, die dann folgten. Bewegte Zeiten waren das. Er war unter anderem unterwegs mit der Friedensbewegung. Er hat Solzhenitsyn empfangen. Er war und blieb ein unbequemer Denker und Mahner.
Es freut mich sehr, dass wir hier zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung Olga Drosso ganz besonders sei begrüßt als wichtigste Kooperationspartnerin hier der 100 Jahre Gedenken, die heute Heinrich Böll geworden wäre. Es wird noch viele nach mir geben, die reden. Ich werde an dieser Stelle jetzt einhalten und Ihnen einen interessanten, inspirierenden, nachdenklichen Abend wünschen. Noch einen Spruch: Gestern waren Wahlen in Frankreich, wir haben gerade darüber gesprochen, es stehen wichtige Entscheidungen in Europa an. In diesen Zeiten ist es umso wichtiger, eine klare Sprache zu finden, sich differenziert sprachlich zu verhalten. Und genau in diesen Zeiten, in denen manche sprachlichen Wendungen, Inhalte zu verwischen drohen, dagegen zu halten. Und Heinrich Böll ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Dankeschön. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι η Όλγα Ντρόσο από το Ίδρυμα Heinrich Böll που έχει έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας καλωσορίζω και χαίρομαι που ακολουθήσατε την πρόσκλησή μας να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την γέννηση του Heinrich Böll, ενός σημαντικού και ιδιαίτερου συγγραφέα. Με την ευκαιρία αυτή, των 100 χρόνων των γενεθλίων του, το ίδρυμά μας, το ίδρυμα Heinrich Böll, τιμάει τον άνθρωπο του οποίου δανείστηκε το όνομα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα εκδώσαμε αυτόν τον τόμο με 18 ιστορίες του Heinrich Böll, σύντομες ιστορίες, σε μετάφραση του κυρίου Ιωάννη Πίτα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ μας και τον οποίο ευχαριστώ και καλωσορίζω ιδιαίτερος. Οι 18 αυτές οι σύντομες ιστορίες δεν έχουν εκδοθεί άλλη φορά, είναι η πρώτη έκδοση στην Ελλάδα, μόνο τη μετάφραση. Και με αυτό το τρόπο ό,τι διαπιστώσαμε, είναι πολύ επίκαιρες. Θα ακούσουμε πολλά για τον Heinrich Böll και για το έργο του. Εγώ ήθελα απλώς να σας πω για το ότι το βιβλίο αυτό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα κυκλοφορήσει και στα βιβλιοπωλεία, αλλά μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, αν σας ενδιαφέρει να το διαβάσετε. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βάλτερ Στέχερ, τον γενικό πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και υποστηριχτή αυτής της εκδήλωσης. Herr Stecher, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, Kyrias ke Kyri, Kalispera sas, guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie als Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland zu der heutigen Veranstaltung aus Anlass des 100. Geburtstags von Heinrich Böll begrüßen zu können und Sie auch nach der Veranstaltung zu einem kleinen Empfang einladen zu können. Heinrich Böll ist der Namensgeber der politischen Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen und Heinrich Böll wurde 1972 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung für den Namensgeber der Stiftung aufgrund der Auszeichnung mit dem Nobelpreis erfolgte, auch wenn er sie hier nicht geschadet hat. Ich bin jedoch sicher, dass die Namensgebung sehr viel mit dem Verständnis zu tun hat, mit dem Böll seine Rolle als Schriftsteller gelebt hat. Mir persönlich sind die Bilder von Böll in Mutlangen im Zusammenhang mit der erbitterten Diskussion über den NATO-Doppelbeschluss ebenso in Erinnerung wie seine Aufnahme Lew Kopelews nach dessen Ausbürgerung aus Russland oder seine Einlassung zum Baader-Meinhof-Prozess. Man musste mit den Auffassungen Bölls nicht übereinstimmen. Und ich stimmte und stimme mit vielen von Ihnen auch heute nicht überein, um ihm großen Respekt als Public Intellectual zu zollen. Böll hat Position bezogen und sich als Bürger mit den Fragen der Republik, der Bundesrepublik Deutschland, streitbar auseinandergesetzt. Diese Bürgerbeteiligung ist ein kostbares Gut. Kostbar, weil sie immer knapp ist, heute vielleicht mehr denn je,
kostbar, weil sie eine Voraussetzung für Demokratie ist. Und da kann ich auch noch was sagen, heute vielleicht mehr denn je. Denn nicht Wahlen sind das konstituierende Element einer Demokratie, sondern eine lebendige Bürgergesellschaft, die die Fragen und Alternativen definiert und diskutiert, die dann zur Abstimmung stehen. Heinrich Böll hat es getan. Deshalb ist es wichtig und richtig, im Jahr seines 100. Geburtstags über Böll zu sprechen. Und mehr noch über die Rolle des engagierten Schriftstellers in Europa heute. Aber nicht nur Schriftsteller sollten sich ein Beispiel an Böll nehmen, sondern wir alle. Wir alle sind aufgerufen, als Bürger an der Gestaltung unseres Umfelds, unseres Landes, unseres Europas und unserer Welt mitzuwirken. Wie schon Friedrich II. Von Preußen, der alte Fritz, sagte, ein Kerl muss eine Meinung haben. Ohne Haltung, ohne Meinung müssen wir die Welt nehmen, wie sie uns andere servieren. Böll hat gezeigt, dass es anders geht und er ist deshalb zu Recht zum Namensgeber einer politischen Stiftung geworden. Möge er weiter beispielgebend wirken. Ob seine Literatur den Nobelpreis verdiente, spielt dann keine Rolle mehr. Die Liste der vergessenen Preisträger ist sowieso schon ziemlich lang. Vielen Dank, ich freue mich auf provozierende Gedanken und Diskussionen. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Stechte. Und jetzt möchte ich meinen Kollegen und Vertreter der Heinrich Böll Stiftung, Andreas Poltermann, bitten, ein Grußwort zu richten. Andreas Poltermann ist der Germanist und war verantwortlich in der Heinrich Böll Stiftung in Berlin als Abteilungsleiter, sowohl für das Heinrich Böll Gesamtausgabe, die der Verlag Kiepenheuer & Witsch herausgegeben hat, als auch für das Besucherprogramm, das Stipendienprogramm Heinrich Böll Haus in der Eifel. Andreas. Haben Sie gesehen, Heinrich Böll? Eine Zigarette, der würde sich in Griechenland heute viel wohler fühlen, als in Deutschland, wo die Zigarette fast vertrieben wurde. Sehr geehrter Herr Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, sehr geehrter Herr Generalkonsul der Republik Frankreich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich werde ein paar Worte sagen zu der Frage, warum die Heinrich-Böll-Stiftung den Namen Heinrich Bölls gewählt hat. Der Generalkonsul Stechel sprach das Thema schon an. Die Stiftung selber ist eben die politische Stiftung, die Bündnis 90 den Grünen und den europäischen Grünen nahesteht. Sie setzt sich für eine grüne Idee, Ökologie und Demokratie zusammenbringend ein und für Projekte. Sie ist eine reformpolitische Zukunftswerkstatt und ein internationales Netzwerk. Wir arbeiten mit 100 Projektpartnern in 60 Ländern zusammen und unterhalten derzeit Büros in 31 Ländern. Die wichtigste Aufgabe der Heinrich-Böll-Stiftung ist die politische Bildung im In- und Ausland zur Förderung der demokratischen Willensbildung, des gesellschaftspolitischen Engagements und der Völkerverständigung. Der Auftrag zur Demokratieförderung geht zurück auf die Programme zur Re-Education Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Daher dieses besondere Phänomen, dass Deutschland politische Stiftungen hat, die orientiert sind an den im Bundestag vertretenen politischen Parteien. Andere Länder haben das ja nicht. Stiftungen haben sie, aber nicht staatlich finanzierte politische Stiftungen. Also, das geht zurück auf das Programm der Re-Education, der Demokratieerziehung Deutschlands und dem daraus entstehenden Aufgaben. Der Auftrag zur Demokratieförderung also kommt aus der Re-Education. Diesen Auftrag sind bis heute alle deutschen politischen Stiftungen verpflichtet. Sie setzen ihn um, im Sinne der politischen Grundströmungen, die heute mit ihren konservativen, sozialistischen, liberalen und sozialökologischen Ausprägungen das Bild des pluralistischen Deutschlands prägen. Der Heinrich-Böll-Stiftung hat sich für ihre Arbeit das Wirken des Autors und Zeitkritikers Heinrich Böll zum Vorbild gewählt. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst, dass sie Kunst und Kultur als Element ihrer politischen Bildungsarbeit und als Ausdrucksform gesellschaftlicher Selbstverständigung betrachtet und fördert. Die Stiftung unterhält in Köln das Heinrich-Böll-Archiv und sie hat über viele Jahre die Heinrich-Böll-Gesamtausgabe finanziell und editorisch gefördert. Wichtiger aber ist,
dass die Entstehung des deutschen Grünen, der deutschen Grünen Bewegung und Partei eng mit dem Wirken Heinrich Bölls verwoben ist. Sie geht zurück auf die Auseinandersetzung der 60er Jahre mit einem konservativen Deutschland, dessen ältere Generation über ihre Beteiligung an Holocaust und nationalsozialistischem Eroberungskrieg und Terror schweigen wollte. Heinrich Böll war einer der entschiedensten Kritiker dieser von Konrad Adenauer repräsentierten Republik, dessen europapolitische Leistung er gleichwohl anerkannte. Dabei gehörte er nicht der jungen Generation der revolutionären Studentenbewegung an. Im Unterschied zu ihr hatte er als junger Mensch noch selbst am Krieg teilgenommen. Das war ein bedeutender Unterschied. Das Wichtigste zunächst ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und die Spuren des Nationalsozialismus im Alltag der Bundesrepublik. Anders als die meisten hat er über diese Erfahrungen nach dem Krieg gesprochen und geschrieben. Hartnäckig hat er das herrschende Selbstverständnis der jungen Republik angegriffen, demzufolge das Jahr 1945 die sogenannte Stunde Null gewesen sei. Ein Neubeginn unter den Vorzeichen von Friede und Freiheit und vor allen Dingen von Vergessen. Für Böll war das der Versuch der Vertuschung, mangelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Entstehung und Herrschaft des Nationalsozialismus. Das Verdrängte und Vertuschte zur Sprache zu bringen, das empfand Heinrich Böll als seine Sache. Das hat ihn zu einem literarischen und politischen Wegbereiter und Begleiter der deutschen Jugendrevolte der 60er Jahre gegen die konservative Republik werden lassen. Für Böll betäubte dieses Deutschland sich in Wirtschaftswunder und Konsum und täuschte sich im rastlosen Reisen in andere Länder, dem deutschen Tourismus, über die Unwirklichkeit seiner eigenen Städte und die Heimatlosigkeit seiner Bürger. Böll sah sich als Angehörigen einer Generation der Vorübergehenden, die im Vergänglichen, im Schutz der zerstörten Städte und im Abfall der Konsumgesellschaft die Spuren des Humanen suchte und so etwas wie Bürgerlichkeit erst wiederherstellen wollte. Die setzte er nicht voraus. Darin unterschied er sich von der revoltierenden jungen Generation, die sich im Vertrauen auf Fortschritt und Zukunft politisch bereits gegen das Bürgertum wandte und entsprechend ästhetisch auf den Avantgardismus setzte. Vertrauen, Zukunft standen Böll so nicht zu Gebote. Dieser fortschrittsskeptische Heinrich Böll ist heute aktueller denn je. Eintreten für Dissidenten und Menschenrechte ist das nächste wichtige Thema, das die Heinrich-Böll-Stiftung mit Heinrich Böll verbindet. Was Heinrich Böll hingegen mit den jungen Menschen verband, die in den 60er Jahren gegen die Generation ihrer Väter aufbegehrte, war der Kampf für die Lizenz, für die Freiheit zur Dissidenz, zur anderen Meinung und für die Rechte von Menschen, die in illiberalen Systemen, überwiegend in den sozialistischen Systemen, wegen ihrer abweichenden Haltung unterdrückt wurden. Heinrich Böll hat selbst erfahren, wie es ist, wenn die politisch Herrschenden, die ihnen nahestehenden Medien, einen Kritiker durch Diffamierung mundtot machen wollen. Seine Auseinandersetzung mit der Deutschen Bildzeitung, dem Kampfblatt des konservativen, gesunden Menschenverstands, ist legendär. So wie er sich selbst seiner Haut wehren musste und in einer zunehmend pluralistischen Bundesrepublik auch wehren konnte, so hat er sich für Schriftsteller und Andersdenkende in den sozialistischen Ländern eingesetzt, die ganz zum Schweigen gebracht wurden durch Gefängnis, Publikationsverbot und Ermordung. Für sie ist er öffentlich eingetreten. Es gelang ihm, die Verletzung ihrer Menschenrechte auf die Agenda von Ministertreffen und Staatsbesuchen zu setzen. Viele von diesen Dissidenten hat er nach ihrer Ausreise oder gewaltsamen Aussiedlung zunächst bei sich aufgenommen. Bis heute betreibt die Heinrich-Böll-Stiftung in Bölls ehemaligen Landhaus, wo er auch verstorben ist, ein internationales Stipendienprogramm für verfolgte Künstler und Künstlerinnen. Schließlich der Schriftsteller Heinrich Böll als öffentlicher Intellektueller. Eine politische Stiftung hat immer den Anspruch, irgendwie auch Teil einer öffentlichen intellektuellen Debatte zu sein. Dieser Heinrich Böll interessiert uns eben auch sehr. In Deutschland sehen sich Schriftsteller heute eher in einer randständigen Position. Sie stehen nicht im Zentrum, sie sind fern der Macht
und können deshalb im Besonderen die Anzeichen gesellschaftlicher Entwicklungen schildern. Um 1970 herum sah das für kurze Zeit anders aus. Schriftsteller wie Günter Grass und Heinrich Böll waren im Zentrum. Grass war Mitglied der SPD und machte für sie Wahlkampf. Böll war kein Parteigänger, er blieb auf Distanz zur Sozialdemokratischen Partei, aber er fühlte sich Willy Brandt nahe. So saß er 1970 beim Schriftstellerkongress mit Bundeskanzler Willy Brandt auf dem Podium. Böll trat ein für ein bewohnbares Land, das seiner inneren Heimatlosigkeit inne wird, und für ein Land, das den Politiker Willy Brandt nicht mehr als Verräter denunziert, weil er sich dem Nationalsozialismus durch die Heimatferne des Exils entzogen hatte. Schriftsteller wie Grass und Böll bestimmten Diskurse und besetzten Begriffe, und Brandt stimmte mit ihnen in vielen Punkten überein. Für kurze Zeit schienen Geist und Macht, Intellekt und Politik versöhnt. Das waren die vielleicht glücklichsten Jahre der Bundesrepublik, die dank der Verleihung des Friedensnobelpreises an den exildeutschen und visionären Politiker der Entspannung, Willy Brandt, im Jahre 1971 und des Literaturnobelpreises an Heinrich Böll im darauf folgenden Jahr symbolisch wieder in den Kreis der geachteten und geschätzten Nationen aufgenommen wurde. Schon 1974 folgte auf Brandt im Kanzleramt der Pragmatiker Helmut Schmidt. Der hatte für Menschen mit Visionen nur den Rat über, dass sie zum Augenarzt gehen sollten. Böll engagierte sich in der Friedensbewegung und in Opposition zu Schmidt und wurde damit Teil der Bewegung, die zur Gründung der Deutschen Grünen Partei führte. Das unmittelbare Zusammenwirken von Künstlerintellektuellen und politischer Macht ist nach Brandt der Ausrichtung der Intellektuellen auf eine Zivilgesellschaft gewichen, die vor dem Hintergrund geteilter universalistischer Werte empfänglich ist für zugespitzte Argumente zugunsten unterdrückter Rechte, verdrängter Wahrheiten und verhinderter Fortschritte und die sich als Motor einer lebendigen Demokratie versteht. Die Intellektuellen vertrauen heute nicht mehr den charismatischen Vertretern der Macht. Sie setzen eher auf das Zusammenspiel von parlamentarischer Demokratie, Rechtsstaat und demokratischer Zivilgesellschaft. Heinrich Böll hat diese demokratiefreundliche Zivilgesellschaft mit befördert. Mit großer Achtung vor seinem literarischen und politischen Werk hat unsere Stiftung im Jahr 1996 seinen Namen angenommen und bleibt seinem Engagement für zivilgesellschaftliche Entwicklung der Demokratie verpflichtet. Vielen Dank. Und jetzt sollte unsere eingeladene Gästin, Frau Tanja Drückers, hier sein. Frau Drückers ist gestern krank geworden und konnte leider nicht bei uns sein. Tanja Drückers, Sie sehen Sie hier im Bild, Schriftstellerin und Journalistin aus Berlin. Ist auch eine echte Böllianerin, wie sie selber sagt. Dennoch werden wir ihren Vortrag, den Sie für den heutigen Abend vorbereitet hören. Elke Stumtigonakis ist so lieb und nett und hat sich darauf vorbereitet, ihn vorzulesen. Ja, tut uns leid. Schönen guten Abend auch von mir. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich Tanja Drückers. Wenn Sie also das Ich hören, dann spricht Tanja Drückers und nicht ich. Kaum ein deutschsprachiger Schriftsteller hat zu seinen Lebzeiten so viel Anerkennung erhalten wie Heinrich Böll. 1972 wurde der Kölner Schriftsteller mit dem Nobelpreis geehrt. Sein größter Erfolg, die Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum von 1974, verkaufte sich allein in Deutschland bis zum Jahr 2007 6 Millionen Mal. 13 Werke von Böll wurden verfilmt. Für sein gesellschaftspolitisches Engagement war er ebenso bekannt. Wer war dieser Heinrich Böll, der nach seinem Tod im Jahr 1985 einige Jahrzehnte etwas in Vergessenheit geraten zu sein scheint und der heute
gerade aufgrund seiner Einmischung, seiner Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen und ökologischen Themen aktueller denn je erscheint. Heinrich Theodor Böll wurde am 21. Dezember 1917 in Köln geboren, hätte also in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er ist nicht wirklich alt geworden. Mit 67 Jahren starb er an den Folgen eines Gefäßleidens am 16. Juli 1985 in seinem Landhaus in Langenroich, einem kleinen Ort in der Eifel. Böll stammte aus einem sehr katholischen, wertefundierten Haushalt. Entsprechend stand er dem NS-Regime von Anfang an kritisch gegenüber. Anders als etwa der 10 Jahre jüngere Günter Grass war Böll auch zu Zeiten der militärischen Erfolge des Dritten Reichs weder Hitler noch kriegsbegeistert. Er war Soldat wider Willen und versuchte alles, um dem Krieg zu entgehen. Nach Kriegsende begann er sich und seine Familie mit Schreiben und Gelegenheitsjobs durchzuschlagen. Ab 1947 konnte er erste Kurzgeschichten in Zeitschriften veröffentlichen. Sie können als Kriegs-, Trümmer- und Heimkehrer-Literatur bezeichnet werden. Zentrale Themen sind die Erfahrung des Krieges und die unmittelbare Nachkriegszeit mit ihren Nöten, wie auch die Richtungskämpfe, die in Deutschland zwischen ehemaligen Nazis und Demokraten und Opfern des NS-Regimes stattfanden. 3 Jahre nach dem Krieg, als viele Menschen noch in Trümmern lebten, fühlte sich Böll schon unverstanden und konstatierte: Mein eigentliches Gebiet ist ja offenbar der Krieg mit allen Nebenerscheinungen und kein Sau will etwas vom Krieg lesen oder hören, das macht dich verrückt. Einige der besten Kurzgeschichten erschienen 1950 in dem Sammelband Wanderer, kommst du nach Spa, der Bölls Ruhm als Kurzgeschichtenautor begründete. Zu einem ersten großen Erfolg für Heinrich Böll wurde sein Debüt bei der Gruppe 47 im Mai 1951. Zwar hatte Böll zu diesem Zeitpunkt bereits einige Werke veröffentlicht, jedoch ohne größere Resonanz zu finden. In der Gruppe las Böll die Satire »Die schwarzen Schafe« über eine Familie, in der es in jeder Generation einen Verlierer gibt. Natürlich ist auch der Erzähler ein solcher. Und damit gewann Böll. In der Folge erhielt er einen Autorenvertrag bei Kiepenheuer und Witsch, der zu seinem Hausverlag wurde. Die anschließenden Jahre, die 50er und 60er, bildeten die schöpferischste Phase im Leben Heinrich Bölls. Dies beweisen die vielen Werke, die er nun hervorbrachte, darunter »Wo warst du, Adam?« 1951 und »Sagte kein einziges Wort« 1953, »Haus ohne Hüter« 1954, sehr bekannt das irische Tagebuch 1957 und so weiter und so fort, bis hin zu Billard um 21:30 1959, den Ansichten eines Clowns von 1963 und Ende einer Dienstfahrt von 1966. Seine Themen sind der Krieg und die unmittelbare Nachkriegszeit. Böll rieb sich an der fehlenden Bereitschaft zur Erinnerung, Schuldbekenntnis und tätige Reue. Nach und nach gewann er damit im Inland und zunehmend auch im Ausland ein großes Publikum. Doch Böll hat nicht nur durch seine Literatur gewirkt. Er war auch ein politisch aktiver Schriftsteller und Zeitgenosse im Sinn des aufgeklärten, verantwortungsbewussten Citoyens. In der Ära des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer nahm Böll eine Gegenposition zum restaurativen Zeitgeist ein und galt auch in der Folgezeit als Protagonist der deutschen Linksintellektuellen, der in vielen Punkten mit der Studentenbewegung der 60er Jahre und ihrer Kritik am Konsumismus am Vietnamkrieg und der militärischen Hochrüstung übereinstimmte. Er engagierte sich für Willy Brandt und dessen neue Ostpolitik, die einen Ausweg suchte aus der Konfrontation und der gegenseitigen Bedrohung. Ärger handelte er sich damit ein, dass er sich nicht an eine Partei binden wollte. Böll stand Brandt nahe, nicht aber der SPD. Er bezog zwar zu konkreten politischen Fragen Stellung, wollte sich aber von niemandem vereinnahmen lassen. Er wollte kein Repräsentant sein. Die ihm immer wieder zugedachte Rolle eines Gewissens der Nation lehnte er ab. Er wollte und nutzte seine Unabhängigkeit zur Kritik an Ost und West. So unterzeichnete er eine Petition gegen den Einmarsch der Russen in Ungarn.
Er dankte Beate Glasfeld für die Ohrfeige, die sie öffentlich dem CDU-Bundeskanzler Kiesinger wegen dessen NS-Vergangenheit verabreicht hatte. Böll trat für verfolgte Schriftsteller ein. Die sowjetischen Schriftsteller und Dissidenten Alexander Solzhenitsyn 1974 und Lew Kopeljew 1980 nahm Böll nach ihrer Ausreise als Gäste in seinem Haus auf. Er war im Übrigen von 1970 bis 1972 Vorsitzender des deutschsprachigen und auch des internationalen Fanclubs und nützte seine Prominenz zur Unterstützung unterdrückter Schriftsteller. Böll setzte sich auch für einen nachdenklichen und menschenwürdigen Umgang mit Terroristen ein. So beschäftigte er sich in seinem als skandalös empfundenen Spiegelartikel über die Top-Terroristin Ulrike Meinhof: Will Ulrike Gnade oder freies Geleit? Von 1972 mit der Person Ulrike Meinhof und brachte ein gewisses Verständnis für ihren Werdegang zum Ausdruck. Ihn interessierte, dass sich diese Führungsfigur des deutschen Linksterrorismus zunächst in der evangelischen Reformbewegung engagiert hatte. Der Titel »Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?« war vom Spiegel gegen Bölls Willen verändert worden. Die durch die Nennung des Vornamens suggerierte Vertrautheit des Autors mit Meinhof entsprach weder Bölls Intention noch dem Inhalt des Textes. In konservativen Kreisen galt er seitdem als geistiger Sympathisant des Terrorismus. Ende der 70er Jahre unterstützte er Robert Neudeck bei dessen Engagement für die vietnamesischen Boat People, aus dem später die Hilfsorganisation Kap Anamur Deutsche Notärzte hervorging. Böll setzte sich auch kritisch mit der katholischen Kirche auseinander, die in seinen Augen viel zu sehr ihren Frieden gemacht hatte mit der restaurativen Republik. 1976 trat er demonstrativ aus der Kirche aus, ohne deswegen jedoch, wie er sagte, vom Glauben abgefallen zu sein. Böll nahm an Friedensmärschen und an Sitzblockaden gegen die Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen teil und war ein öffentliches Gesicht der Friedensbewegung. Jedoch hat Böll immer von einem Primat der Literatur über die Wirklichkeit gesprochen. Radikale Thesen, wie zum Teil im Zug der 68er-Bewegung üblich, Literatur, die nicht explizit politisch ist, hat keine Existenzberechtigung, lehnte er grundsätzlich ab. Bölls gesellschaftspolitischer Ansatz war immer der eines Schriftstellers. Sein Blick war nie aufs Allgemeine, die Gesellschaft, den Kapitalismus gerichtet, sondern auf das Individuelle und den sich im Individuellen offenbarenden Zustand der menschlichen Beziehungen. Ihre Unfähigkeit zum gemeinsamen Essen, zum Leben in den Städten, die Flucht in die Berge etc. Immer wieder ist es Böll gelungen, in der Luft liegende Themen aufzufangen und literarisch zu filtern. Fast alle seine Sujets haben noch heute eine beinahe unheimliche Aktualität. So beschreibt Böll in »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum von 1974 die Verfolgung einer jungen Frau durch die Medien. Die Gnadenlosigkeit der sensationslüsternen Presse lässt die Protagonistin schließlich zur Verzweiflungstat eines Mordes schreiten. Die Erzählung wurde zu einem riesigen Erfolg. Konservative Kreise hingegen sahen darin eine Rechtfertigung von terroristischer Gewalt. Als im Zusammenhang mit der Bekämpfung des deutschen Linksterrorismus die staatlichen Sicherheitsvorkehrungen und Überwachungsmaßnahmen ausuferten, kritisierte Böll das in seinem Roman »Fürsorgliche Belagerung« von 1979. Ein beklemmendes, hochaktuelles Buch, das die versuchte Zerstörung einer Familie durch staatliche Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen beschreibt. Der Autor wusste, wovon er sprach. Er wurde von der Polizei observiert, musste Hausdurchsuchungen erdulden und war einer Verleumdungskampagne ausgesetzt. Böll, der sich von den Methoden und Zielen der Linksterroristen immer deutlich distanziert hatte, wurde sogar im Bundestag zum ideologischen Helfershelfer der Terroristen erklärt. Es gab Menschen, die forderten Kopf ab für Heinrich Böll. Nur Willy Brandt und einige wenige Mitglieder der SPD und der FDP verteidigten ihn. Da die Behörden es nicht für ausgeschlossen hielten, dass gesuchte Terroristen bei ihm Unterschlupf finden könnten, wurde bei ihm am 1. Juni 1972 in Langenbroich eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Der 1971 erschienene Roman
Gruppenbild mit Dame ist nicht nur Bölls umfangreichster, sondern nach Meinung vieler Kritiker auch sein bedeutendster Roman. Böll ergreift in diesem Roman Partei für die Außenseiter und Leistungsverweigerer, die moralisch integer bleiben. Der Roman wurde zum Bestseller und trug maßgeblich zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Böll im Dezember 1972 bei. Sein letztes Werk, Frauen vor Flusslandschaft, ein Roman über die Stadt Bonn, erschien in seinem Todesjahr 1985. Heute ist dieser Roman, wie auch das Treibhaus von Wolfgang Köppen, ein keineswegs schmeichelhaftes literarisches Denkmal für den langjährigen Regierungssitz des westlichen Deutschlands. Warum scheint Böll nach seinem Tod im Jahr 1985 eine Zeit lang in Vergessenheit geraten zu sein? Ein profaner Grund dafür könnte sein, dass seine Kollegen Grass, Walser, Lenz und Enzensberger ihn um Jahrzehnte überlebt haben. Wer tot ist, kann sich nicht wehren. Würde Böll noch leben, könnte er vielen Mythenbildungen über seine Person oder sein Werk etwas entgegensetzen. Außerdem würde er sich sicher an aktuellen Debatten beteiligen. Allerdings ist das Vergessen, dem Böll anscheinend anheimgefallen ist, nun auch nicht so dramatisch. Jedes Jahr werden noch 100.000 Bücher von Böll verkauft. Welcher zeitgenössische Autor kann schon auf solche Zahlen blicken? Man muss jedoch dazu sagen, dass ein Großteil dieser Bücher auf Bestellungen aus Schulen zurückgeht. Böll ist kanonisiert worden. Sein Werk ist damit teilweise aus der lebendigen Erinnerung in den musealpädagogischen Bereich gedriftet. Doch wie schnell ein Schriftsteller, eine öffentliche Figur im Zuge einer gesellschaftspolitischen Zeitenwende in Misskredit geraten kann, kann man am Beispiel Böll gut verfolgen. Ich spreche von der retrospektiven kritischen Auseinandersetzung mit den 68ern, die nach dem Fall der Mauer und mit dem Sieg des globalisierten Kapitalismus begann und im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Die teilweise berechtigte Kritik nahm schnell Züge eines um sich greifenden Rundumschlags an. Plötzlich waren die Linken oder die 68er an allem schuld. Von Bildungsmisere über leere Rentenkassen, Geburtenrückgang in Deutschland, dem demografischen Wandel und dem Dauerbrenner-Werteverfall angefangen. Böll scheint mit der Wendung gegen die 68er ebenfalls in Misskredit geraten. Sein gesellschaftspolitisches Engagement und sein Einsatz für eine Annäherung zwischen West und Ost im Kalten Krieg wurden nun oft belächelt. Manche Schriftsteller und Literaturkritiker stellt ihn auch jetzt noch als naiven Gutmenschen dar, der eher demonstrieren als schreiben konnte, und empfindet ihn als seiner Zeit verhaftet, als Autor seiner Generation und meint fälschlicherweise, er hätte uns heute nichts mehr oder wenig zu sagen. Das Gleiche gilt für die Angst vor dem gläsernen Menschen und vor dem mangelnden Schutz der Privatsphäre, Themen aus Die verlorene Ehre der Katharina Blum und Fürsorgliche Belagerung. Böll würde sich heute sicher zu Themen wie Cybermobbing und Shitstorms im Internet äußern, ob in literarischer oder publizistischer Form. Der Wind hat sich spätestens mit dem Aufflammen vieler neuer Konfliktherde, von Klimapolitik über Flüchtlingsströme bis hin zu der neuen Spannung zwischen Ost und West gedreht. Und auch die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und seinen Ausgrenzungsstrategien ist nach wie vor in Deutschland ebenso virulent wie nötig, wie man am Aufkommen rechter Bewegungen in Deutschland und in ganz Europa sehen kann. Und Fragen danach, wie glühende Nationalsozialisten in der Nachkriegsära unbehelligt ihrer Karriere nachgehen konnten, sind noch heute Gegenstand von Feuilleton-Debatten und Fernsehserien. Der Nationalsozialismus und die Verdrängung von Krieg und Holocaust in der Adenauer-Ära und über sie hinaus sind Themen, die gerade in den letzten Jahren wieder intensiv diskutiert werden, wie man auch an der Vielzahl von belletristischen Titeln und Sachbüchern hierzu ablesen kann. Es gibt kaum einen Autor, dessen Bücher so viele Themen und Stimmungslagen der Deutschen aufgreifen, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben. Im Gegenteil, sie sind virulenter denn je. Man müsste sogar sagen, Bölls Themen sind auf unheimliche Weise zu uns zurückgekehrt. Für Schriftsteller heute wirft die Beschäftigung mit Böll die Frage auf, ob ein Schriftsteller, ein Künstler, sich parteipolitisch engagieren sollte oder nicht. Noch vor 20 Jahren hat der bekannte Literaturkritiker Ulrich Greiner in der Zeit
eine gegenwärtige politische Enthaltsamkeit der Schriftsteller nach Böll und Grass konstatiert. Die Frage ist, was hier politisch heißt. Denn zahllose Gegenwartsromane sprechen explizit politische Themen an. Sie schildern die Situation von Flüchtlingen in Deutschland, beschreiben das Leben der Unterschicht in Anführungsstrichen in halbleeren Plattenbauvierteln in den Regionen der Verlierer der deutschen Vereinigung. Viele Schriftsteller sind daneben journalistisch tätig, so auch ich, und verfassen Essays zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Einige Schriftsteller sind konkret politisch aktiv, ob sie sich nun wie Juli C. und Ilja Trojanow mit der durch die Digitalisierung immer weiter um sich greifenden Überwachung beschäftigen oder mit den Folgen der Wirtschaftskrise oder Finanzkrise und der Ethik des Profitstrebens in der Welt der Investmentbanker oder mit den Geschlechterbeziehungen unter dem Zeichen eines neuen Feminismus oder ob sie sich sehr konkret für Flüchtlinge einsetzen oder sich mit Fragen wie der Tierethik und der Massentierhaltung beschäftigen, wie Karin Duwe beispielsweise. Auch bemühen sich heutzutage Politiker großer Parteien sichtbar um Kulturschaffende. Ich bin auch schon direkt gefragt worden, ob ich für eine Partei werben möchte, was ich ablehnte. Politiker sehen in prominenten Schriftstellern als öffentliche Personen Multiplikatoren. Seit dem enormen Aufschwung der Kreativwirtschaft sind Künstler und Kreative keine gesellschaftlichen Außenseiter mehr, sondern finden sich ständig auf dem politischen Parkett wieder, werden zu Thinktanks und politischen Empfängen von verschiedenen Parteien eingeladen. Es gibt ein neues Interesse am Schriftsteller, was auch die Gefahr der Instrumentalisierung birgt. Ich selber habe zahlreiche Essays verfasst und werde oft von Politikern, meistens Grünen oder SPDlern, zu Debatten und so weiter eingeladen, habe aber dezidiert erklärt, warum ich grundsätzlich gegen parteipolitisches Engagement bin. Hier halte ich es mit Böll. Bölls Engagement gilt einigen jetzt nicht mehr als gestrig, sondern als vorbildlich. Viele junge Schriftsteller und Künstler äußern sich nun wieder zu politischen Ereignissen. Und doch, eine so integre, vielseitige öffentliche Figur aus dem Bereich der Kultur wie Böll gibt es heute nicht mehr. Heute ist das Kunstmachen in viel stärkerem Maß kommerzialisiert worden. Nicht wenige junge Leute machen Kunst, könnten aber genauso gut in der Werbung arbeiten. Die öffentliche Sphäre ist bei Künstlern und Schriftstellern stärker mit der eigenen Karriere verknüpft, wird von Autoren doch erwartet, ständig öffentlich präsent zu sein. Die Anzahl der Medien, die zumindest eine Semi-Öffentlichkeit und Semi-Prominenz vermitteln, ist durch das Internet ins beinahe Unendliche gestiegen. Engagement will ich den Kollegen und Kolleginnen nicht absprechen. Aber der Wunsch, sich selber zu profilieren, überlagert doch oft ihre inhaltlichen Anliegen. Böll war einer der wenigen großen Denker Deutschlands, der sich selbst nicht allzu wichtig nahm und der deshalb für uns heute so wichtig ist. Dankeschön. Vielen Dank, Elke. Das war Tanja Lübers. Können Sie jetzt wieder verabschieden. Es ist schade, dass sie Tanja nicht bei uns sein konnte. Wie gesagt, sie hat sich selber eine engagierte Schriftstellerin, hat zum Beispiel Romane wie Der längste Tag des Jahres oder Himmelskörper herausgegeben und schreibt regelmäßig in Kolumnen, in Online-Zeitschriften zu gesellschaftlichen politischen Themen, wie Zeit Online und andere Zeitungen. Ich glaube, ihr Vortrag hat uns viel Stoff für die spätere Diskussion über die Rolle des engagierten Schriftstellers gegeben, die wir aufgreifen wollen. Jetzt aber wollen wir hören, wie der Böll, wie Heinrich Böll, der auch hier in Griechenland übersetzt worden ist, auch hier in Griechenland aufgenommen wurde. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass draußen auf dem Tisch der Verlag Grafima
die Bücher, die von Böll in griechischer Übersetzung noch in den Buchhandlungen sind, ausgestellt hat. Aber jetzt wird uns die liebe Anthi Wiedemeyer darüber berichten. Die Anthi ist Professorin oder Associate Professorin, wie sagt man das auf Deutsch? Επίκουρη καθηγήτρια an der germanistischen Abteilung und zuständig für die Theorie und Praxis der literarischen Übersetzung. Anthi hat bedankenswerterweise auch für die für diese Herausgabe die Epimeria, wie sagt man? Epimeria übernommen. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και από εμένα. Θα μιλήσω ελληνικά, σπρέζω απέχεις. Η απέχεις του Χάινριχ Πέρ στην Ελλάδα, αυτός είναι ο τίτλος των 10 λεπτών που έχω και οι προκλήσεις στο έργο του. Όπως καταλαβαίνετε, τα 10 λεπτά είναι πολύ λίγα, αλλά η κυρία Δρόσο δεν ήθελα να μου δώσει μια ημερίδα για αυτό. Διότι ο Χάινριχ Πέρ, ακούσαμε τη σημασία του, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει με τα έργα του στην Ελλάδα. Τα έργα του Μπέρλ έχουν μεταφραστεί, εν μέρη τουλάχιστον, σε πάνω από 30 γλώσσες. Έργα όπως η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλου, σε τουλάχιστον 30 γλώσσες. Είναι ενδιαφέρον να δούμε, πριν φτάσουμε στην Ελλάδα, ότι η ιδιαίτερη επιτυχία είχε στη Σοβιετική Ένωση. Και μάλιστα στη Σοβιετική Ένωση μιλούσαμε για το παράδοξο Μπέρλ, διότι δεν ήταν ούτε Σοβιετικός, ούτε κομμουνιστής, και μάλιστα εναντιονόταν, υποστήριζε όπως ακούσαμε ήδη πριν τους διωκόμενους συγγραφείς Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, 4 εκατομμύρια αντίτυπα των έργων του, μέχρι εδώ μιλάμε δεκαετία του 1985 μέχρι που πέθανε, είχαν πωληθεί μόνο στη Σοβιετική Ένωση. Ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς παρουσιάζεται αυτή η επιτυχία πολλές φορές. Εδώ αυτό είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο στο Spiegel του 1972, όπου μιλάμε για τον τύπο του γερμανού πολίτη, τον οποίο παρουσίαζε ο Μπέρλ και πώς ο τύπος αυτός του γερμανού πολίτη ήταν αγαπητός στους ξένους. Σε μία εποχή που ενδεχομένως δεν ήταν οποιοσδήποτε τύπος γερμανού πολίτη τόσο αγαπητός. Μιλούσαν λοιπόν για τον τύπο Μπέρλ. Με λίγα λόγια, καταλήγει το άρθρο αυτό του 1972, ότι ο Μπέρλ μπόρεσε να έχει εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ως ο ίδιος πλέον, ο Χάινριχ Μπέρλ, ο εμβληματικός καλός Γερμανός. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 15 συνολικά έργα του, μεταφρασμένα στα ελληνικά, τα οποία αν τα βλέπαμε έτσι θα λέγαμε «ΟΚ, αυτά τα 15, τι μπορούν να μας πούν, τι μπορεί να μας πει μια λίστα 15 τίτλων ενός μεγάλου γερμανού συγγραφέα». Ίσως να είναι και σχετικά βαρετή θα λέγαμε. Ας συμπληρώσουμε λοιπόν αυτή τη λίστα με κάποια στοιχεία. Ας δούμε με μία χρονολογική σειρά, εδώ αυτά τα έργα, χρονολογική σειρά ανάλογα με το πότε γράφτηκαν στα γερμανικά από το Heinrich Böll. Βλέπετε το 1949, το 1955, μέχρι και τα έργα του που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του, δηλαδή το 1992, 1995 και 2002, και δείτε δίπλα τις ημερομηνίες πότε μεταφράστηκαν αυτά στα ελληνικά. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ένα έργο που γράφτηκε το 1949 και μεταφράστηκε το 1984, το τρένο ήρθε στην ώρα του. Ή το, για παράδειγμα, τα διηγήματα για τα οποία μας μίλησε πριν η κυρία Δρός που μεταφράστηκαν από τον κύριο Πίτα, τα οποία έχουν γραφτεί στην πλειοψηφία τους στη δεκαετία του 1950. Μιλάμε δηλαδή για το γερμανικό διήγημα αμέσως μετά τον πόλεμο. Εκεί που παρουσιάζει την αφιλιότητα που επικρατεί στη Γερμανία, τα χαλάσματα όπως είναι γνωστά σε αυτή τη λογοτεχνία και τα οποία μεταφράζονται σήμερα, το 2017 στην Ελλάδα. Και όχι απλώς μεταφράζονται, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.
και αξίζει πραγματικά να διαβαστούν. Αν προχωρήσουμε λίγο ακόμη, συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και προσθέσουμε κι άλλα στοιχεία, θα δούμε για παράδειγμα τους μεταφραστές. Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα επίσης. Ποιοι ήταν αυτοί που μετέφρασαν τον Χάινριχ Πέρλ στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο το 1972 έχουμε ήδη την πρώτη έκδοση του Χάινριχ Πέρλ? Ο Χάινριχ Πέρλ εκδίδεται εκτός από διηγήματά του, αποσπάσματά του, που περιστασιακά δημοσιεύονται σε λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας, στην πραγματικότητα έρχεται το 1972 στην Ελλάδα και τον φέρνει, αν κοιτάξετε, ο Γιάννης Λάμψας, ο μεταφραστής του, είναι ο Γιάννης Λάμψας, τρεις διαφορετικές εκδόσεις, το Μπιλιάρδο στις 9.30, Απόψεις ενός κλόουν, είναι η πρώτη έκδοση στην Ελλάδα, του 1973, και Ομαδικό πορτρέτο με μία κυρία, επίσης το 1972 από τον Γιάννη Λάμψα. Ποιος είναι ο Γιάννης Λάμψας? Ίσως θα άξιζε τον κόπο να δούμε ποιος είναι αυτός που, όταν έχουμε δικτατορία στην Ελλάδα, μεταφράζει Χάινριχ Πέρλ. Ήταν δημοσιογράφος στην πραγματικότητα, πτυχίουχος της νομικής βέβαια, μετέφρασε πάρα πολλά έργα, έγραψε και ο ίδιος πάρα πολλά, αλλά στην πραγματικότητα γνωστός ως δημοσιογράφος. Και μάλιστα δημοσιογράφος που την εποχή της Χούντας αυτοεξορίζεται στο εξωτερικό, συνεργάζεται με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Γερμανία, κάνοντας αντίσταση από εκεί ενάντια στη Χούντα. Πεθαίνει το 2002 κλπ. Και ας δούμε επίσης, κοιτάξτε λίγο εξώφυλλο της εποχής, έχει ενδιαφέρον, 1974, Μπιλιάρδο στις 9.30 και το επόμενο, σε έγχρωμο αυτό πλέον, Μπιλιάρδο στις 9.30, αυτά πλέον σήμερα υπάρχουν μόνο στα σπάνια βιβλία, όπως καταλαβαίνετε έχουν εξαντληθεί, και βλέπετε ότι μιλάμε για εκδόσεις Ζαρβάνος. Ποιος είναι αυτός ο εκδοτικός οίκος Ζαρβάνος? Ένας μικρός εκείνη την εποχή που ασχολείται πάρα πολύ συνειδητά με αντιδιδακτορικά βιβλία, αντιδιδακτορικές δόσεις. Ανάμεσα σε αυτές, ο Αγών μου, ναι, θα μπορεί να μας κάνει εντύπωση, που είναι το πρώτο βιβλίο μιας σειράς που ονομάζει Αντιφασιστική Βιβλιοθήκη και εκδίδεται το 1961 στην Ελλάδα. Γιατί, με κοιτάξτε λίγο, με πρόλογο και κριτική του Ηλία Τσιριμόπου και του Ηλία Ηλιού, βουλευτού της ΕΔΑ τότε. Λοιπόν, ένας πολύ συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος που μέσα στη Χούντα φέρνει τον Χάινριχ Πέρλ στην Ελλάδα. Και αυτό σημαντικό. Το 1972, προσέξτε πάνω, Flipper, το δυνατό βιβλίο τσέπης. Ο κλόουν, όχι οι απόψεις ενός κλόουν, όπως είναι ο γερμανικός τίτλος, Die Ansichten eines Clowns, αλλά Der Clown, ο κλόουν, κυκλοφορεί ως βιβλίο τσέπης και έχει πάρει ήδη το βραβείο Νόμπελ το 1972. Θα σταθούμε λίγο σε αυτό, Ομαδικό πορτρέτο με μία κυρία, το πιο γνωστό έργο του εκείνη την εποχή, του Πέρλ, για το οποίο παίρνει στην πραγματικότητα και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στην έκδοση του 72, αν δεν κάνω λάθος, ναι, του 72, επίσης σε μετάφραση του Λάμψα, επίσης Ζάρβανος εκδοτικός οίκος και 40 χρόνια αργότερα ξανακυκλοφορεί το ίδιο έργο, το Ομαδικό πορτρέτο λοιπόν με μία κυρία, σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου από τις εκδόσεις Πόλης. Βλέπουμε τη διαφορά αμέσως. Για δύο λόγια για τους υπόλοιπους. Η συλλογή σιωπής του Dr. Μούρκε. Όπως βλέπετε το πρώτο κοκκινισμένο, μεταφρασμένο από τον Γιώργο Βελουδή, τον γνωστό στους λογοτεχνικούς κύκλους. Άλλο, Απόψεις ενός κλόουν, η καινούργια του μετάφραση το 86 από την Τζέννη Μαστοράκη, επίσης πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Από τον Κοπερτή, το 1994 η άλλη μετάφραση. Και συνεχίζουμε, δύο λόγια από τη Μαργαρίτα Ζαχαριάδου για να ακούσουμε τους ίδιους τους μεταφραστές, η οποία μας λέει ότι όταν της πρότειναν να μεταφράσει το Ομαδικό πορτρέτο με μία κυρία, φυσικά ούτε το ξανασκέφτηκε ούτε τίποτα και είπε ναι, αυτό είναι κάτι που θέλει να κάνει οποιοδήποτε μεταφραστής, να μεταφράσει ένα τέτοιο τεράστιο έργο αυτού. Και φυσικά θα έχεις δυσκολίες. Το βιβλίο αυτό δεν το είχε διαβάσει μέχρι τότε
Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημά της, που βλέπω ότι δεν φαίνεται καλά εδώ, ένα μεγάλο πρόβλημά της ήταν ο μακροπερίοδος λόγος. Αν το διαβάσετε αυτό το έργο, θα δείτε ότι συνεχίζει επί σελίδες να περιγράφει με ελάχιστα σημεία στίξης. Αυτό πώς μπορείς να το βγάλεις σε μία μετάφραση. Ή μπαίνεις στο πειρασμό να το κόψεις και να το φτιάξεις εσύ διαφορετικό. Και επίσης έχει πάρα πολλά πρόσωπα που υπάρχουν μέσα από το βιβλίο, πρόσωπα τελείως αντιφατικά μεταξύ τους. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε τη διαφορετική φωνή, το διαφορετικό ύφος σε όλα αυτά τα πρόσωπα για να έχουμε αυτή την πολυφωνία. Και μετά, και τέλος ήταν οι άπειρες ειδικές αναφορές, αυτό που ονομάζουμε πολιτισμικά στοιχεία, για παράδειγμα, ή ιστορικά στοιχεία. Μέτρησα ότι στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν 10 σελίδες με πάνω από 100 υποσημειώσεις. 100 υποσημειώσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτισμικά στοιχεία, αλλά είναι και αναφορές σε διακειμενικότητες που υπάρχουν, δηλαδή αναφορές της του Μπερ στον Κάφκα, στον Χέρντερλιν, στον Τάκλ, στον Μπρέχτ, τα οποία φέρνει μεταφράστρια σε γνωστή μετάφραση άλλων και τα περιλαμβάνει στο έργο της. Λίγο πριν κλείσω, μία φωτογραφία του 1972. Ο Χάινριχ Μπερ στην Αθήνα, στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη. Το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη θα το γνωρίζετε, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής. Ο Μπερ γίνεται εκεί δεκτός, μένει λίγες μέρες στην Αθήνα και μάλιστα όσο βρίσκεται στην Αθήνα τον παίρνει τηλέφωνο η γραμματέας του και του ανακοινώνει ότι έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ και να πάει στο Στοκχόλμη να το παραλάβει. Εκείνος της απαντά «μόνος μου», γιατί νόμιζα θα το έπαιρνε μαζί με τον Γκρας. Αλλά ναι, μόνος του. Ο Γκρας το πήρε λίγο αργότερα. Φυσικά, ο Μπέρνς, επισκεπτόμενος στην Αθήνα, για να πάει στο Ισραήλ μετά, για να δει τον γιο του που ήταν εκεί, ακολουθεί το παράδειγμα πολλών άλλων Γερμανών διανοούμενων εκείνη της εποχής, που κάνουν αντίσταση με την παρουσία τους στην Ελλάδα. Εδώ, μία τελευταία φωτογραφία, ο Μπέρν με τη σύζυγό του, Anne-Marie, την ημέρα του γάμου τους. Παντρεύονται το 1942 σε μία άδεια που παίρνει από τον πόλεμο. Και γιατί την αναφέρουμε, διότι μαζί με τη σύζυγό του, ο Χάινριχ Μπέρν θεωρείται ένας μεγάλος μεταφραστής επίσης. Μετέφρασε πάνω από 70 αγγλόφωνα κυρίως έργα, μαζί με τη γυναίκα του. Έλεγε βέβαια ο ίδιος, το πρώτο χέρι το αφήνω στην Anne-Marie να το κάνει. Είναι πολύ δουλειά. Κάνω εγώ μετά το τέλος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όταν ερωτούνται το επάγγελμά μου, με κυριεύει αμηχανία. Κοκκινίζω, τραβλίζω, εγώ που κατά τα άλλα είμαι γνωστό από την αυτοποίθησή μου. Ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορώ να πω είναι χρήστης. Ζηλεύω τους χουρείς, τους λογιστές, τους συγγραφείς για την απλότητα με την οποία δηλώνουν το επάγγελμά τους, καθώς όλα αυτά τα επαγγέλματα είναι αυτονόητα και δεν απαιτούν εκτενείς συνόπτυξης και εξηγήσεις. Εγώ αντιθέτως, σε παρόμοιες ερωτήσεις, είμαι υποχρεωμένος να απαντώ. Είμαι ερωτηποιός. Μια τέτοια δήλωση απαιτεί περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς οφείλω να απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση. Και ζείτε από αυτό. Λέγοντας την αλήθεια, με ένα ναι. Ζω πραγματικά από το γέλιο και μάλιστα ζω καλά. Γιατί το γέλιο μου έχει, όπως τα λέγαμε, ναι, με οριστερικορείο ζήτηση. Είμαι ένας καλός, εκπαιδευμένος λογοποιός. Κανείς άλλος δεν γελά όπως εγώ. Κανείς δεν κατέχει τόσο καλά τις λεπτές αποχρώσεις της τέχνης μου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιαζόμουν για να αποφύγω τις συνοχλητικές διευκρινήσεις ως ηθοποιός. Όμως οι υποκριτικές και φωνητικές μου ικανότητες είναι τόσο περιορισμένες που αυτός ο χαρακτηρισμός μου φαινόταν αναλυθής. Αγαπώ την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως είμαι και λογοποιός. Δεν είμαι ούτε κλό, ούτε κομικός. Δεν διασκεδάζω τους ανθρώπους, αλλά με παριστάνω την ευθυμία. Γελώ σαν νομός αυτοκράτορας ή σαν ευαίσθητος 18χρονος το γύρο του 17ου αιώνα που είναι τόσο εκεί, όσο και αυτό του 19ου αιώνα,
και αν χρειαστεί, μπορώ με το γέλιο μου να διασχίσω όλους τους αιώνες, όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλες τις ηλικίες. Απλώς έμαθα να το κάνω, όπως μαθαίνει κανείς να σολιάζει παπούτσια. Στο στίχος μου αναπαύεται το γέλιο της Αμερικής, το γέλιο της Αφρικής, λευκό, ερυθρό, κίτρινο γέλιο και με την ανάλογη αμοιβή το οφείλω να ατυχήσει όπως το απαιτεί η σκηνοθεσία. Έχω γίνει απαραίτητος και λέω σε δίσκους, σε μαγνητοτενίες και σκηνοθέτες εμπορικών θεατρικών έργων που συμπεριφέρονται με σεβασμό και λεπτότητα. Γέλω βαρύθιμα, μετρημένα, ιστερικά, γέλω σαν ερευνητής του τραμ ή σαν μαθητευόμενο στον κλάδο των τροφίμων. Γέλω το πρωί, γέλω το βράδυ, νυχτερινό γέλιο και γέλω του γλυκού. Εν ολίγης, όπου και ό,τι γέλιο χρειαστεί, μπορώ να το κάνω. Όπως μπορείτε να το φανταστείτε, ένα τέτοιο επάγγελμα είναι εποχιαστικό, μια και εγώ, αυτή είναι η ειδικότητά μου, κατέχω και το μεταδοτικό γέλιο. Έχω γίνει λοιπόν απαραίτητος της κομικούς τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, οι οποίοι με τον δίκο τους τρέμουν από το κοινό, δεν καταλαβαίνουν την αστεία τους και περνώ σχεδόν όλα τα βράδια μου στο Βελτιέ, σαν ένα είδος πιο εκρηκτισμένου πλακατόρου, προκειμένου να γελώ μεταδοτικά στα αδύναμα σημεία της παράστασης. Η δουλειά αυτή απαιτείται εξωτεχνία. Το εγκάθιο, άγριο γέλιο μου δεν επιτρέπεται να ακουστεί. Ούτε πολύ νωρίς, αλλά ούτε και πολύ αργά. Πρέπει να έχει την κατάλληλη χρονική στιγμή. Τότε, βάσει προγραμματισμού, σκάω στα γέλια. Όλο το ακροατήριο ουρλιάζει μαζί μου και το αστείο έχει σωθεί. Τότε εγώ, ψευδιστώ αποκαμωμένο προς την τεταρόπα, φορώ το παλτό μου χαρούμενο που σχολάω. Στο σπίτι, συνήθως με περιμένω καλλιγραφήματα. Χρειαζόμαστε επιγόντως το γέλιο σας, ηχογράφησε την Τρίτη. Και λίγες ώρες αργότερα βρίσκομαι καθισμένο σε μια υπερθεμενόμενη ταχεία και εκθύρω τη μοίρα μου. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μετά το τέλος της βάρδιάς μου, οι συντηρητές δεν έχουν διάθεση και γέλια. Ο ρηκτής είναι χαρούμενος που μπορεί να ξεχάσει την Ελλάδα. Ο χτίστης είναι ευτυχισμένος που μπορεί να ξεχάσει το σοβά του. Και οι μαρακοί συνήθως έχουν στο σπίτι τους χαλασμένες πόρτες ή σφιχτάρια που μόνο με κόμπο ανοίγουν. Οι ζαχαροπλάστες αγαπούν τα αγγουράκια του ψή. Οι κρεοπόλες τα μπιλαιωτά και ο φούρναρης προτιμά τα αραβικά από το ψωμί. Στους ταπνομάχους αρέσουν τα περιστέρια. Οι πυγμάχοι κλονιάζουν όταν τα παιδιά τους να τα δουν. Τα κατανοώ όλα αυτά, γιατί μετά το πέρας της δουλειάς μου δεν γελώ ποτέ. Είμαι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και οι άνθρωποι με θεωρούν ίσως με το δίκιο τους απεσιόδοξο. Τα πρώτα χρόνια του γάμου μας η γυναίκα μου έλεγε ξυπνά. Γέλεγε εσύ καμιά φορά. Αλλά στο μεταξύ συνειδητοποίησε πως δεν μπορώ να κοινοποιήσω αυτή τη συνειδησία. Είναι ευτυχής όταν μπορώ να χαλαρώσω τις τοποποιημένες μυς του προσώπου μου, το ταλαιπωρημένο θυμικό μου, με βαθιά σοβαροσύνη. Να, ακόμα και το παιδί τον άλλο με εκνευρίζει, γιατί μου θυμίζει τόσο πολύ τα παιδιά μου. Έτσι, με τη γυναίκα μου, διάβουμε έναν ήρεμο και ειρηνικό έντομο βίο. Γιατί ξέρω ότι και αυτή είναι γελά. Και που, την τσακώνα μας κάνει χαμόγελο. Και τότε χαμογελάω κι εγώ. Μεταξύ μας μιλάνε χαμηλόφωνα. Γιατί μισώ τον φόρτο τον βαριετέ. Μισώ τον φόρτο που μπορεί συχνά να κυριαρχεί στα στούντιο ηχογράφηση. Οι άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν με θεωρούν κλειστό χαρακτήρα. Ίσως και να είμαι. Γιατί είμαι πολύ συχνά υποχρεωμένο να ανοίγω το στόμα μου για να γελώ. Διάφορο το οποίο μου με ανέκφρασε το πρόσωπο. Και μόνο μια στο τόσο επιτρέπει στον εαυτό μου ένα διόρατο χαμόγελο. Που συχνά αναλογίζω αν πραγματικά έχω ποτέ γελάσει. Πιστεύω πως όχι. Τα αδέρφια μου λένε πως ήμουν ανέκαθε ένα σοβαρό αγόρι. Έτσι, μπορεί να γελώ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, μα το δικό μου γέλιο δεν το γνωρίζω καν. Ευχαριστώ την Αγαθή. Και τώρα θα τελειώσουμε το πρώτο μέρος που σχετίζεται με το Heinrich Böll. Θα δούμε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι. Υπόθηκε ήδη στις ομιλίες και στις Τάνια Ντούκας ότι τον Böll τον ονομάζανε, προσάψανε τον τίτλο «Η συνείδηση του έθνους», «Das Gewissen der Nation», το οποίο όμως δεν δέχτηκε. Και σε αυτό το σύντομο βιντεάκι θα δούμε πώς σε μια συνέντευξή του γιατί δεν το δέχτηκε αυτό τον όρο. Heinrich Böll war unabhängig im Urteil, meinungsstark, aber nicht dogmatisch und unerschrocken im Streit. Deshalb wurde er wohl von der Öffentlichkeit in die Rolle des repräsentativen Intellektuellen gedrängt.
Ihm widerstrebte diese Rolle und ganz besonders wehrte er sich gegen die Bezeichnung Gewissen der Nation. Bis zu seinem Tode wurde er in der Öffentlichkeit als kritischer, ehrlicher Mahner wahrgenommen, während andere seine Kritik als Nestbeschmutzung empfanden. Nach seinem Tod erschienen zahlreiche Nachrufe, darunter auch von Willy Brandt, der von Böll als Stimme des Anstands sprach, der unbestechlich und unbeugsam Zeichen gesetzt habe. Der Fernsehmoderator Werner Höfer bemerkte, dass Bölls Stimme in der Welt oft mit mehr Respekt gehört wurde als die mancher Politiker. Der Spiegel bezeichnete Böll in seinem Nachruf zwar als personifizierte Unfeierlichkeit und Phrasenlosigkeit, der sich zu seinen Lebzeiten gerne weniger mit Etikettierungen auseinandergesetzt hätte. Dennoch setzte sich bei Freunden und Gegnern das Image vom guten Menschen aus Köln und vom Gewissen der Nation fest, der nebenbei auch Schriftsteller war. In einem Gespräch mit Jürgen Lodemann äußerte sich Heinrich Böll zum Gewissen der Nation: Wenn heute ein Märchengott zu Ihnen käme und sagte, in der einen Hand habe ich für dich den Titel Gewissen der Nation, in der anderen Hand habe ich den Titel Erzähler von spannenden Geschichten, welche würden Sie wählen? Den zweiten. Ich habe überhaupt keine Begabung zum Gewissen der Nation. Und in diese Rolle sind Sie doch wohl gedrängt? Ja, ja, weil es offenbar zu wenig Gewissen gibt. Ist das also der, nicht der einäugige und der blinde König, sondern der, der auf einem Auge noch ein Zehntel Sehkraft hat, wird dann schon König. Das hieße aber doch, dass die an sich für die Kontrolle zuständigen Instanzen, also Presse und Parteien, ja, weitgehend Parlamente auch, das Gewissen einer Nation besteht aus sämtlichen Parlamenten, aus politischen Gremien, aus kirchlichen Gremien, aus Presse, aus jeder Art von Öffentlichkeit. Und diese eigentlich zum Gewissen Berufenen delegieren das dann an den oder jenen, der dann beide Rollen übernehmen muss. Er ist sowohl der Sündenbock wie das Gewissen. Das ist sehr, sehr einfach, wissen Sie nicht? Sehr einfach. Beides muss der spielen, nicht? Für Sie ist es aber nicht so einfach. Ich bin drüber. Ich habe einen neuen Hausheiligen. Ich nenne ihn Gottfried. Aber er ist eigentlich ein Nachkomme des Götz von Berlichingen. Ich nenne ihn Gottfried. Tja, Heinrich Böll wurde und wird auch außerhalb Deutschlands sehr stark gelesen, haben wir gehört. Deshalb ist er auch Gegenstand von Autoren und Autorinnen und der Literaturwissenschaft, auch hier in Griechenland. Über diesen politisch so wachen und unbequemen Autor auch in Griechenland zu sprechen, liegt in diesen Tagen, da wieder einmal über Europas Schicksal entschieden wird, sehr nahe. Wir freuen uns deshalb, dass wir zwei Literaturwissenschaftlerinnen aus Griechenland, also oder und Literaten zusammen eingeladen haben und mit uns über die Rolle des engagierten Schriftstellers zu sprechen. Das eine Gesprächspartner wird Herr Nikos Vastakis sein. Der ist auch Professor an der Universität hier in Thessaloniki, Politikwissenschaftler, aber in seiner Funktion als Literat und Schriftsteller ist er besonders interessant für diese Diskussion. Und die zweite ist die Literaturwissenschaftlerin Frau Eleni Giorgopoulou, die sich auch mit Böll und anderen Autoren beschäftigt hat. Die Diskussion wird von Elke
Sturm Thrillonakis moderiert, die Sie vorher in einer anderen Funktion gesehen haben. Elke ist die Vorsitzende des Germanistenverbandes, der griechischen Germanisten hier in Griechenland. Und ich lade Sie ein, jetzt die Diskussion aufzunehmen. An der Stelle von Frau Tanja Döppers wird Andreas Poltermann in der Diskussion teilnehmen.